Abfragen mit Variablen ist das Thema dieses Videos. Und ich zeige dir das am besten anhand eines kleinen Spiels, das wir da programmieren können. Ich nehme mal hier diese fliegende Katze herein. Eine weitere Figur hole ich mir jetzt noch. Ich hole mir jetzt wieder den Elefanten da herein. Den Elefanten und die fliegende Katze. Den Elefant möchte ich so programmieren, dass er immer meiner Maus folgt. Ich mache das einmal so, dass ich hier wieder hergehe. Wenn eine grüne Fahne angeklickt ist, dann soll das Programm starten. Ich nehme wieder eine Schleife, also mache das, was dann drinnen ist, immer wieder. Und dann gibt es hier die Möglichkeit, von der Bewegung her, dass da steht, gehe zum Mauszeiger. Das heißt, wenn ich daher gehe, geht er in die Richtung des Mauszeigers. Und ich mache das jetzt aber so, dass er immer wieder wiederhole fortlaufend zum Mauszeiger geht. Wenn ich das Programm starte, ist er praktisch immer dort auf der Bühne, der Elefant, nämlich, wo gerade der Mauszeiger ist. Jetzt mache ich hier Stopp. Das habe ich hier sehr einfach gemacht. Er folgt also immer meinem Mauszeiger. Dann programmiere ich die Katze. Überlege jetzt also, welches Skript ich hier einfüge. Und dann möchte ich das mit Zufallszahlen machen, dass er praktisch ganz zufällig immer hin und her springt. Ich nehme wieder hier, wenn grüne Fahne angeklickt, will mir dann wiederum eine Endlosschleife, also das, was da drinnen ist, wird wieder ausgeführt, gehe dann zur Bewegung hinein und da kann man dann hier mit gehe zu jemanden, nämlich das Objekt hier, die Figur hier springen lassen. Wenn ich hier die Maus bewege, schaust du bitte mal hierher, dann verändern sich nämlich auch hier die Koordinaten. Wenn ich ganz nach rechts gehe, bin ich etwa bei 240 auf der X-Koordinate, links geht das gleich, bis Minus halt dann, und nach oben 180 und nach unten in dem Fall minus 180. Also das sind hier so die Koordinaten, die ich da habe für dieses Feld. Und ich möchte, dass er das dann zufällig macht. Und zufällig machen kann ich das, indem ich dann hierher gehe, bei Operatoren, und da kann ich hier Zufallszahlen einfügen. Das heißt, er würde mir hier jetzt dann zufällig springen, in einer Zufallszahl von 1 bis 10, würfelt irgendeine Zahl für die X-Koordinate und für die Y-Koordinate ebenfalls eine zufällige Zahl. Und damit er das ganze Spielfeld aber dann das macht, gebe ich ihm dann ein zwischen minus 240, also ganz der linke Rand, und der rechte Rand ist dann 240. Und bei der Y-Zahl haben wir gehabt von minus 180, das heißt ganz unten, bis ganz nach oben 180 habe ich das. Jetzt gehe ich da hinein und lasse das einmal laufen, das Programm. Und man sieht schon, er bewegt sich dann hier der Elefant und ganz schnell springt auch die Scratch-Katze. Natürlich etwas zu schnell. Und deswegen gehe ich hier zur Scratch-Katze rein, gehe wieder auf Steuerung und sage dann, er sollte zumindest eine Sekunde warten, bis er zum nächsten springt. Das machen wir jetzt einmal so. Und er springt dann wirklich. Und jetzt bilden wir es einmal ein und schauen mal, die Katze versucht den Elefanten zu erwischen und der Elefant versucht auszuweichen. Stoppt man das Programm wieder und das programmieren wir jetzt dann mit Hilfe einer Variablen. Und jetzt lassen wir mal die Katze aber vorher noch feststellen, ob sie überhaupt den Elefanten erwischt hat. Das haben wir in einem vorgehenden Video schon einmal gehabt. Falls, nehmen wir wieder bei der Steuerung, gehen wir zum Aussehen, fühlen, gehen wir jetzt hinein. Falls eine Farbe berührt wird, klick wieder hinein, hol mir dann die Farbe, ich bin ja bei der Katze, und weil er ist blaue Farbe berührt, dann merkt er, dass er ihn erwischt hat. Gehen wir jetzt da hinein. Und dann soll er sagen, ich habe dich erwischt. Gehen wir zu Aussehen. Ich habe dich erwischt. Wir starten wieder das Programm. Gehe irgendwo hin und hoffe, dass mich die Maus nicht erwischt. Springe jetzt wild herum und irgendwann einmal, sehen wir schon, hat sie mich erwischt. Machen wir Stopp. Und jetzt möchte ich, dass der Elefant mitzählt, wie oft er erwischt wurde. Dazu verwende ich eine Variable. Ich gehe jetzt hier zu Daten und kann hier eine neue Variable festlegen. Und die Variable nenne ich jetzt einmal erwischt. Klicke auf OK
Und es wird hier oben mit der Wert der Variablen gleich angezeigt mit 0. Wenn ich das nicht möchte, dass er auf der Bühne angezeigt, könnte ich das hier wegnehmen. Ich lasse jetzt einfach einmal. Und da natürlich dann der Elefant feststellen, so wie oft erwischt wird, fange ich hier beim Elefanten an zu programmieren und setze am Anfang mal die Variable auf 0. Denn wenn ich das Programm neu starte und immer noch, wenn ich es öfter starte, immer wieder weiterzählen würde, wäre es ja nicht so toll. Und jetzt muss der Elefant natürlich auch feststellen, ob er erwischt wurde. Und das geht natürlich dann so wieder. Ich gehe auf Steuerung. Falls. Wiederum fühlen. Wird von der Farbe berührt. In dem Fall muss natürlich der Elefant dann von ihm berührt werden, von der Katze. In dem Fall nehmen wir dann so eine orange Farbe. Da ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß. Dann wurde er erwischt und sagt dann, ich wurde erwischt. Machen wir dabei aussehen. Ich wurde erwischt, sagt er dann. Und jetzt brauchen wir die Variable. Und da machen wir so, dass wir die Variable erwischt um 1 erhöhen. Das heißt, der Wert steigt dann um 1, wenn er wirklich dann erwischt wurde. Schauen wir uns das einmal an. Starten wir das Programm. Und wir schauen dann hier herauf, ob sich der Wert verändert, wenn der Elefant erwischt wurde. Müssen wir ein bisschen warten, bis er wirklich erwischt wird. Ah, und er läuft ständig weiter. Ja, wenn er länger drauf bleibt, braucht er dementsprechend länger und zählt dann wiederum weiter. Ja, wenn er ein bisschen erreicht, dann geht es dann schon weiter. Damit die Katze auch dann wirklich die Möglichkeit hat, dann wieder zu kommen. Ich stoppe mal kurz das Programm. Machen wir dann Folgendes. Wir machen dann hier wiederum ein Warte hinein. Es wartet dann in dem Fall, weil sie dann berührt wurde. Wartet dann mal für, sagen wir mal, 2 Sekunden an der Stelle. Bleibt dann der Elefant. Und wir löschen dann das, was er gesagt hat. Und das macht man am einfachsten so, dass man einfach ein Leerzeichen einfügt. Und damit wird das, was da gesagt wurde, wird dann wieder überschrieben. Das mache ich natürlich da herinnen, nachdem man 2 Sekunden gewartet hat, gebe das dann da wieder hinein und schauen uns mal an, ob das jetzt gereicht hat, was wir da gemacht haben. So, die Katze spricht, wurde erwischt, ich habe dich erwischt, ja, und da sehen wir schon, er schreibt das immer noch, ja, er bleibt nicht dabei. Das heißt, wir müssen etwas ausbessern. Wir haben hier mehrere Möglichkeiten, etwas zu sagen. Man kann das Sagen nämlich dann auch auf einen bestimmten Zeitraum begrenzen. Das heißt, ich wurde erwischt, sagen wir jetzt nicht die ganze Zeit, sondern wir sagen es zum Beispiel nur für 2 Sekunden. Ja, ich schreibe das jetzt hier hinein. Ich wurde erwischt und danach würde dann die Sprechblase wieder gelöscht werden. Du kennst jetzt also dann den Unterschied zwischen einfach, ich sage, und für eine gewisse Zeit. Ja, gehen wir das jetzt heraus. Okay. Und jetzt gehen wir weg und wir starten es noch einmal. Das Programm. Ja. Schauen wir, die Katze kommt. Ob sie dann was sagt. Schauen wir ein bisschen zu wieder. Wir hoffen, dass sie bald kommt. Ah, ich wurde erwischt. Ja, ich habe dich erwischt und da ist jetzt dann in dem Fall dann weitergezählt worden. Ja, und jedes Mal, wenn sie erwischt wird, wird in der Variablen das dann gespeichert. Da ich hier mir zu langsam mitgezählt habe, habe ich mir gedacht, was könnte das Problem sein? Er muss jetzt die erste Variable um 1 erhöhen, wenn er erwischt wird, und dann erst warten, dass die Katze wegkommt. Ja, probieren wir es jetzt noch einmal, wie es jetzt geht. Ich folge wieder. Er hat mich erwischt. Hat es mal 1 raufgesetzt, wieder hingegangen. Ja, ich habe dich erwischt, ich habe dich erwischt, sagt er weiter. Worin liegt der Fehler? Der Fehler liegt darin, dass ich hier natürlich diese Sage für 2 Sekunden zwar beim Elefanten hineingegeben habe, aber nicht bei der Katze. Das heißt, ich nehme das jetzt hier heraus, gehe jetzt wieder hier für 2 Sekunden. Ich habe dich, schreibe ich jetzt hinein. Ich habe dich. Probieren wir jetzt noch einmal.
Schauen, wie es jetzt geht. Ich wurde erwischt. Ja, ich wurde erwischt. Und ich habe dich erwischt. Ja. Und dann geht es wieder weiter und erzählt damit. Also siehst, man kann in einer Variable die Werte speichern. In dem Fall hier zum Beispiel im Spielstand, wie oft jemand erwischt wurde zum Beispiel. Wenn ich natürlich dann hineinfahre zu dem anderen und ihn dazu bringe, dass er mich erwischt, dass ich ihm nachlaufe, dann wird natürlich dann der Wert an der Variable natürlich dann schneller dann erhöht. Du siehst, links oben geht dann der Wert dann hinauf. Gut, jetzt weißt du, wie man Variablen verwendet, dass man ihnen dann auch Werte zuweisen kann. Ich stoppe mal hier das Programm. Und wie man das in einem tollen Spiel verwenden kann. Danke für deine Aufmerksamkeit.